Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Es gibt wieder Black Ops 4 auf euren Nacken. Ich muss an dieser Stelle sagen, Leute, ich liebe Black Ops 4 so heftig, ne? Ich weiß nicht, wann ich zuletzt dieses Gefühl hatte, dass ich so lange gezockt habe, auf Tarnungen gespielt habe, bis meine Hände wehtun. Ich habe so viel gesucht in den letzten zwei Tagen, Leute, das ist echt abnormal. Ich habe einfach so dieses Oldschool-Feeling wieder, wenn ich dieses COD spiele, und genau das hat mir einfach gefehlt, Leute. Ich will hier gar nichts unnötig overhypen oder sonst irgendwas, Leute, sondern ich sage euch wirklich nur aus dem Herzen, komm, ich liebe dieses Spiel. Ich denke einfach, das ist ein ehrenwürdiges Ende von der Black Ops Reihe, auch wenn mir das übel wehtut, nur das zu sagen. Ich hoffe, es werden weiterhin Black Ops Teile kommen, weil die Jungs von Treyarch wissen einfach ganz genau, was die machen, Leute. Kommen wir jetzt zum Video, Leute. Ich habe heute ein Gameplay für euch mit der ICR 7. Einer meiner Lieblingswaffen. Ich habe zwei Lieblingswaffen. Die nächste wird im nächsten Video kommen, aber diese Waffe, die ist wirklich ein Laser. Die lasert einfach straight und ich habe irgendwie so ein ACR-Feeling von MW2 bei der. Das Gameplay ist in meinem Livestream entstanden mit den Jungs. Wir haben da ein bisschen gespawntrappt und so. Und ich habe einfach das Beste jetzt für euch zusammengecuttet. Ich hoffe, das Video gefällt euch, Freunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Umso mehr Daumen ihr da lässt, desto schneller versuche ich für euch Videos rauszuhustlen. Damit zeigt ihr mir einfach, dass euch der Shit gefällt, den ich hier rausbringe. Ich kann mir von eurem Like gar nichts kaufen, Leute, sondern es ist echt nur persönlicher Feedback für mich. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr einfach an der Stelle den Daumen nach oben da lässt und den Kanal abonniert für mehr Black Ops 4 Content, Leute. Ach ja, und übrigens, Leute, ich habe eine Idee, dass ich auf ein paar Clips von euch reagieren will. Das heißt, euren Skill bewerte und die besten Clips, sei es Competitive oder Public, ihr mir schickt und ich bewerte die einfach so nach Skill, Movement, Brain und so weiter und so fort. Also bereitet eure Clips vor. Ich werde euch in den nächsten Videos verraten, wie ihr da mitmachen könnt und wo ihr die Clips hinsendet. Deswegen bereitet einen Shit vor, Leute. Ich gebe euch auch die Möglichkeit, hier ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, ich werde den Leuten natürlich auch Credits geben für ihre ganzen Clips und so weiter, die ihr mir einsendet. Leute, seid auf jeden Fall bereit dafür und jetzt genießt das Gameplay. Let's go. Meine Hände tun so weh, Digga, aber meine ich auch. Nicht aufhören. Ich brauche, Digga, ich, ohne Scheiß, ich glaube, ich tue hier so eine Thailänderin oder so einstellen, die meine Hände massiert. So. Und so mit Happy End noch am Ende. James, du brauchst wirklich Hilfe. Such den Arzt. Call of... Kaufen. Gem, nein. Gem, geh weg. Geh weg. Bitte, geh weg. Bitte, ich brauch einen Abschuss, Gem. Wow, Digga. Ich will gar nicht wissen, wie viele eklige Szenen du im BO2 kassiert hast, Digga. Nicht eine so eine, niemals. Verschollen, musst nur mit deinen alten Teammates reden und die werden reden so viele mit denen, Szenen. Reden mit denen, sowas passiert mir nicht. Ich liebe das, Digga. Das kann ich mir immer sagen. Was ist dir denn passiert, Gem? Auf 1 Meter Distanz habe ich jemanden gepusht auf kurze Distanz und ihn gehipfeiert. Und er hat mir eine Zeit gegeben. Ja, MGB. Oh, Bro, das war nicht so. Er hat den anderen schon so den Gun gegeben und dann Gem so komplett weggesmockt. Wenn ihr Gem nerven wollt, sagt einfach never forget Seaside. Schwert dich. Nein, das nervt mich nicht. Doch, das nervt mich. Also ich kenne die Tonlage, wenn dich was nervt. Das nervt dich so hart. Er guckt gerade so in den Bildschirm, das nervt ihn so hart. Hör auf, mich zu analysieren, Mann! Egal wie schlimm der Side-On war, der schlimmste Turn-On aller Zeiten war bei Raptor auf Meltdown. Ja, du sagst ja, du bist gut. Besser als Raptor und Massi. Ja, Raptor okay, aber Massi, Digga, wenn man auf dem Teppich ist. Sonst muss ich wieder die Schwertfisch rausholen. Vasili? Ja? Dreh ich mal um. Bloom ist tot. Wo ist der da, Digga? Der einer ist HP, PC im Clan-Tag. Bruin ist tot. JJ. Einer. Was hast du gesagt, JJ? JJ. 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 Ah, they spawn on me. Ah, Kuku, eh? JJ. JJ. Ah, JJ. Where you go? Ah, JJ, BMG. Ah, easy double. Digga, er hat die Juggernaut, sein Vater, Schwester. Kontakt. Oh, ich hab grad meinen eigenen Sohn gerät. Ja, das ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber meistens Leute, die HPTC im Ding haben, sind wirklich schlecht. Ja, was für böse gemeint, als Leute V96 spielen, kann ich an Mats auch die Jüngsten, das ist ja kein neuer Fakt, Digga. Ja, ich weiß, ich sag ja nichts, aber die Leute, die Zeus drin haben, sind immer die größten Schwitzer. Zeus und Goats und Gamer, die sie jeder nimmt, wenn er gut ist. Nein, das ist Small Gem, wir wissen, dass es alle wegen mir drin haben, wenn BO3 die Deutschen. Ja, genau. Die können auch eigentlich so Schwertfisch in ihr Clan-Tech schreiben, so abgekürzt. Das zeigt dann, wie dark die sind. Mit allen Aufsätzen, Digga, die lasert so hart, ne? Hä, was sind die für kleine Affen? Das sehe ich ja zum ersten Mal. Hä? Nee, Moment, ich muss hier was für Instagram hochladen. Was macht ihr da für Geräusche? Hey, was willst du? Kinderserie. 1, 2, 3 und tschüss. Was geht ab, Gabriel? Habt ihr keinen Platz? Sick, der Mann. Wo ist der? Ein böser weniger. Junge, wer ist der Papa hier? Ich bin euer Papa. Ja, Junge, wo kauft ihr immer mal nach Auto? Feind hat Alpha eingenommen. C gesichert. Crash ist weg.
Den Scheiß gibt's hier nicht. Ja. Einer weniger. B ist abgesichert. Feindliche Infanterie erledigt. Unterstützung, Kommando. Torque ist kaputt. Und weg. Torque ist kaputt. Bruh. Torque ausgeschaltet. Okay, Leute, es war so ein heftiger Grind heute. Meine Hände tun so krank weh. Ich habe echt lange nicht mehr so viel gezockt wie heute. Es sind jetzt die letzten 12 Abschüsse für die Goldtarnung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt noch die Gold-Camo einmal raufpacken und gucken, wie schön sie leuchtet auf meiner ICR. Und als nächstes werde ich mit der Vapor auf die Goldtarnung gehen. Das sieht so lit aus, ne, mit diesem Lilanen. Ich glaube, das ist so
auf denen so, so eine Andeutung für Dark Matter oder so? Oder warum ist es da so lila am Leuchten? Geil, Digga. Das sieht so hochkarätig aus, das Gold. Wie bei Black Ops 1. Schön, Alter. Geil, Bro. Warte, wir gehen mal hier einmal ins Tageslicht. Boah, Sonne tut mir gar nicht gut. Scheiß mal auf Sonne, Digga. Das war ein Grind, Leute. Das war's von dem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da für mehr Black Ops 4. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Haut rein, peace out und ciao, ciao.